Hallo ihr Lieben, na, alles gut bei euch? So, und zwar, ich habe ja gesagt, in dem letzten Video, dass ich noch eine Kooperation habe, ne? Ja, die kam jetzt gestern, kam die an. Genau. Hat ziemlich lang gedauert, bis sie hier war. Ich habe eigentlich schon gerechnet mit Vorweihnachten, aber da war nichts. Hat ziemlich lange gedauert, wahrscheinlich noch durch den Zoll oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich euch den Shop dann auch verlinken in der Beschreibung. Gell? Das handelt sich um Everyday eCraft. Genau, ich hoffe, ich habe das jetzt anständig ausgesprochen. Aber ich werde ja alles noch in der Infobox verlinken. Ne? Genau. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe mir drei Bilder bestellt. Genau, so. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal alles raus, damit das hier nicht so rumknistert. Das ist mal ein Bild. Noch ein Bild. Nummer 3. Und dann habe ich ein paar Kleinigkeiten rausgesucht. Einmal hier so ein Stift. Dann hier so eine Anti-Rutschmatte. Ja. Und dann noch ein Stift in einem Lippenstift-Look. Gucken wir uns gleich genauer an. So, das war da drauf. Genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier erstmal mit den kleinen Sachen an. Auf jeden Fall ist das hier so eine Anti-Rutschmatte. Da kann man sich dann auf dem Bild dann hier so ein Schälchen, ne? Hier so ein Schälchen drauflegen, dann verrutscht das nicht. Genau. Dafür war das. So. Dann haben wir hier so einen Schlüssel als Stift. Den packe ich jetzt mal aus. Schon interessant, gell, wie das aussieht. Ja. So sieht er aus. Was ist hier hinten? Hier hinten ist gar nichts. Aber es sieht so aus, als ob man da aufmachen könnte. Ne? Falsch rum. Ne, da geht nichts. Ne, ist so. So, diesen da. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich nicht noch eine Verlosung machen soll. Aber dafür müsste ich erstmal die Firma da fragen. Ne? So. Mit dem Lippenstift. Das sieht auch schön aus. Guck mal, wie das glitzert. Das ist ja wieder von meinem Fall, gell? So, geht er auf? Ach hier. Ui, ist auch nicht schlecht, ne? Ich finde. Ist halt nur für einen Stein, gell? Ich bin aber momentan mehr so auf dem Trip, mehrere auf einmal zu painten. Genau. So der. So, die drei Sachen habe ich ausgesucht. Und jetzt kommen wir mal zu den Bildern. Seite. So, ja, hier. Ja, Artikelnummer, alles kommt alles in die Beschreibung, ne? Die Sachen, die ich jetzt bestellt habe, die kommen dann da rein. Genau. So, dann gucken wir mal. Ich bin ja ein riesiger Fan davon. Von Elvis. Und da habe ich das gesehen im Shop. Da habe ich mir gedacht, komm, da bestellst du mal mit. Ja. So sieht das aus. Das sind die Steine. Ja, gleich. Erstmal das Bild.
Könnt ihr das sehen? Ja, mein Stativ. So sieht das aus. Finde ich mega. So, und das Bild ist groß, 30x40. Aber mir kommt das irgendwie kleiner vor. Oder? Was meint ihr? So. Hier sind die Nummern von den Steinen. So, dazu sieht. Da sind die Nummern. Das sind jetzt 22 Farben. Geht eigentlich, ne? Ja. Ist, ja. Ist eine ganz angenehme Größe, finde ich. So, dann haben wir noch dabei das Toolkit, ne? Standard. Genau, dann haben wir hier die Steine. Das sind natürlich wieder runde Steine, gell? So, haben wir dann hier die Öffnung. So, ach du Schande, ja, Steine en masse, ja, die sehen aber ganz gut aus, finde ich. Ja. Oh ja. Muss ich jetzt nicht alle zeigen hier. Hier haben wir noch welche. So, das kommt jetzt zu dem Bild. So, dann tue ich jetzt mal hier auf die Seite legen, gell? So, dann kommen wir zu dem nächsten. Also die Farbverpackungen, die sind echt gut zugeklebt, muss ich ehrlich mal sagen. Das habe ich jetzt bei den anderen Firmen nicht. Ach so, ich muss, wollte ja noch das was testen. Klebekraft, gell? Oh ja. Die ist wirklich sehr, sehr gut. So. Und das nächste. Na, wer ist das wohl? Kennt ihr bestimmt alle. Ne? Das ist der Joker. Ja, das Bild hat auch eine Größe von 30x45 cm. Ja, ist auch eine angenehme Größe und 20 Farben. Okay. Ja. Und den Druck kann man eigentlich ganz gut sehen, wie ich finde. Ja. So, du hast auch wieder ein Toolkit dabei und halt die Steine. Die wollte ich jetzt nicht auspacken. Ne? Genau. Ja, das ist ganz schön. Also kleben tut das richtig gut. Ne? Ja, ist viel Grün dabei, gell? Da ist ein bisschen blau, grün und halt so dunkelblau und rot. Ja, es sind halt verschiedene Grüntöne. Gell? So. So, das war das. Jetzt kommen wir zu dem letzten Bild.
So, ihr Lieben, das ist so schön. Ich finde das so schön. Guck mal. Ist das nicht schön? Ja, 30 mal 40 cm. Genau. Ja, ist sehr viel Blau-Wei, ne? Blau-Weiß. Ich denke mal, das ist schnell gemacht hier, das. Ja, das sind 21 Farben dabei. Also, so, hier ist die Legende. 21 Farben. Ich hoffe, ihr seht das auch. So. Und den Druck, den sieht man auch ganz gut. Also die Buchstaben halt, ne? So. Finde ich jetzt. Alles okay. Genau. Ich finde das sehr schön, das Bild. Ich denke mal, das werde ich auch aufhängen hier, dat, wenn das fertig ist. Genau. So. Toolkit, Standard. Und halt hier die Steine. Ja. Und das mache ich gerade auf. Jetzt wollte mir gerade die Kamera abhauen. So, haben wir hier die in Weiß. Sehr schön. So. Und das kann auch weg. Schon. Ja. Das ist sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie die Steine sich painten lassen. Ja, womit paintet ihr denn am liebsten? Mit runden Steinen oder mit viereckigen Steinen? Also meins ist zurzeit sind die runden Steine. Ja, könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne? Genau. So, ihr Lieben, ich werde alles in die Infobox, also Beschreibung, alles reinpacken. Könnt ihr mal gucken in dem Shop. Genau, so, dann würde ich mich freuen über Kommentare, ne? Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen, über Abo ebenso. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.